Leben in den Genossenschaften, das heißt auch gemeinsam etwas zu unternehmen. Die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land haben im vergangenen Jahr ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert und sind auch gemeinsam gewandert. Eine zweite Auflage dieses Events gab es am vergangenen Samstag. Der Zuspruch auf den Wandertag der Genossenschaften im letzten Jahr ermutigte die Verantwortlichen, auch 2015 dieses Event wieder aufleben zu lassen. Ja, das stimmt. Als wir vergangenes Jahr so einen großen Erfolg hatten bei der Wanderung, haben wir gedacht, das müssen wir einfach dieses Jahr nochmal durchführen und vielleicht sogar zu einer guten Tradition machen. Vergangenes Jahr ging es Richtung Pölbitz und dieses Jahr haben wir gedacht, müssen wir einen anderen Stadtteil durchlaufen und deswegen haben wir uns heute mal den südlichen ausgewählt, und zwar Oberplaunitz. Erzählen Sie mal, welche Stationen erwarten die Teilnehmer? Ja, es geht los hier im Schloss, dann durchqueren wir den Schlosspark, dann anschließend den Kreuzberg, dann geht es hoch Richtung Wasserturm und zum Schluss über die Alexanderhöhe wieder zurück. Und das Schöne ist, dass nicht nur die Natur genossen werden kann, sondern auch einiges über die Plaunitzer Kultur und Geschichte erfahren wird. Zum Thema Geschichte wusste auch Gudrun Wawerka, Schulleiterin des Clara-Wieck-Gymnasiums, so einiges zu berichten. Gerne stellte sie am vergangenen Samstag den Wanderfreunden den Schlossinnenhof für Start und Ziel zur Verfügung. Ja, das habe ich gerne gemacht. Also erstens bin ich auch Mitglied in der Genossenschaft und zum Zweiten denke ich, dass unser Haus auch für solche Gelegenheiten natürlich bestens geeignet ist, es zu präsentieren in der Öffentlichkeit. Die erste Station der Wanderung war gar nicht so weit vom Schloss entfernt. Das komplett rekonstruierte Teehaus im Planitzer Schlosspark ist ein richtiges Schmuckstück geworden. Das stimmt allerdings. Wir haben es ja noch nicht allzu lange in Betrieb, jetzt seit 1. Mai, wo wir offiziell rein können. Und ich denke, zum Schlossfest wird es dann das erste Mal auch für die Öffentlichkeit noch ein bisschen vielschichtiger erlebbar sein. Sie haben Schlossfest gesagt. Sagen Sie uns bitte was Näheres dazu. Wann findet es statt und worauf dürfen sich die Gäste freuen? Unser 23. Schlossfest inzwischen findet am 27. Juni statt. Und wie immer wird es eröffnet am Tag vorher, am Freitag, dem 26. mit unserem Konzert in der Lukaskirche. Und zum Schlossfest selber soll natürlich das Teehaus diesmal auch mit im Mittelpunkt stehen. Da haben wir einige Überraschungen vorbereitet. Teehaus sagt schon ein bisschen was, darum soll es auch gehen, um das Thema Tee. Und dann natürlich im Schlosshof für Kinder, für Erwachsene, viele Veranstaltungen, Theater, Musik wie immer, aber auch Bastelzelt für die Kinder und viele Veranstaltung drumherum. Nachdem sich die Wanderfreunde aus den Genossenschaften bei mittlerweile schon 25 Grad die erste Erfrischung gegönnt hatten, gab es noch ein Gruppenbild und dann ging es auch schon weiter auf den Spuren von Gerd Fröbe. Den ausführlichen Bericht der gesamten Wanderung sehen Sie am Samstag in unserem Kulturmagazin Kultur erleben, Freizeit genießen. Die Erstausstrahlung ist 18 Uhr und alle weiteren Ausstrahlungstermine entnehmen Sie bitte unserem Videotext auf Seite 320.